Herr Kollege Brauer, zwei Dinge. Erstens, Sie wissen als Untersuchungsausschussvorsitzender, als Kollege von mir, dass Ihr Beobachtungs- und Untersuchungszeitraum mit dem Einsetzungsbeschluss des Abgeordnetenhauses endet. Also tun Sie nicht so, als können Sie im Untersuchungsauftrag das, was jetzt dazugekommen ist, noch aufklären. Dafür bräuchten Sie eine Erweiterung. Zweitens, wenn Sie sagen, Sie brauchen kein weiteres Berichtswesen, Sie brauchen keinen Beschluss dieses Abgeordnetenhauses, das ist Ihnen alles genug, dann aber ungefähr die Hälfte Ihrer Redezeit darauf verwenden, zu kritisieren, was da berichtet wird und was für ein Quatsch das alles ist, dann machen Sie sich selber ein bisschen unglaubwürdig. Darauf wollte ich Sie nochmal hinweisen. Und drittens, ja, wir werden, wie auch schon beim BER, wie auch, das muss man Ihnen zugestehen, die Grünen, regelmäßig diese Anträge stellen. Da ist es völlig egal, wie viele Mitglieder die Piratenpartei hat. Da ist es völlig egal, was die Koalition denkt, was ein Untersuchungsausschuss ist. Und da ist es auch völlig egal, was der Senat glaubt, berichten zu können oder nicht berichten zu können. Dafür sind wir hier und das Recht nehmen wir auch wahr. Dankeschön. Dankeschön. Kollege Brauer, wollen Sie erwidern? Das sehe ich, ist der Fall. Und bei Ihnen wird es nicht angerechnet, weil Sie erwidern. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Delius, offensichtlich haben Sie jetzt in Ihrem Ärger, gestehe ich Ihnen gerne zu, haben Sie offensichtlich meine Rede nicht richtig verfolgt. Ich habe nicht gesagt, dass keine weiteren Berichtsaufträge seitens dieses Hauses nötig sind. Ich habe nicht gesagt, dass der Informationsbedarf des Abgeordnetenhauses erledigt ist mit dieser roten Nummer XYG. Sondern ich habe bezweifelt die Sinnhaftigkeit, und jetzt zitiere ich Ihren Antrag. Ich habe bezweifelt die Sinnhaftigkeit regelmäßiger Fortschrittsberichte in zweimonatigen Abständen. Regelmäßiger Fortschrittsberichte in zweimonatigen Abständen, die dann nach Ihren Vorstellungen im Bauausschuss, im Hauptausschuss, im Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten zu prüfen und zu diskutieren sind. Das ist der Unsinn. Zweimonatige Fortschrittsberichte, weil ich überhaupt nichts davon halte. Wir hätten das dann von Anfang an machen müssen, machen wir es bei einem anderen Großprojekt meinetwegen. Jetzt einen zusätzlichen baubegleitenden Ausschuss zu implantieren, das bringt überhaupt nichts. Und das wissen Sie auch. Das macht viel Welle, das macht viel Schaum. Und der Teich unter diesem Schaum, dessen Wasser wird dadurch nicht weniger trüb, als er tatsächlich jetzt schon getrübt ist. Tut mir leid, das ist vergeudete Zeit. Konzentrieren Sie sich bitte auf die ordentliche Arbeit des Hauptausschusses. Hier ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel erforderlich im Ausschuss selbst. Der Hauptausschuss hat hier, denke ich, versagt. Der Kultur, ja, na sicherlich. Der Kulturausschuss ist damit überfordert gewesen mit dem Problem, und was der Bauausschuss getan hat, kann ich nicht beurteilen. Aber sorry, jetzt noch ein weiteres Berichtswesen einzufordern, nö. Schade um die Zeit, schade um das Geld, konzentrieren wir uns auf unsere eigenen Aufgaben. Vielen herzlichen Dank.